Herzlich willkommen zum Halloween-Special. Ich habe es zum Glück noch geschafft. Die Flasche ist heute angekommen, am 28. Oktober. Jetzt haben wir 20 vor 8. Das heißt, jetzt werde ich das Video hier drehen. Und dann muss ich editieren, weil morgen früh geht es schon los nach Hamburg. Und bis dahin muss bei YouTube hochgeladen sein. Ja. Selb, the Seaweed Experience. Ja, was soll ich dazu sagen? man muss sich einfach die Flasche geben. Da ist ein guter Stück Seetang drin. Der Whisky ist nicht braun, sondern grünlich. Und vorne steht dann drauf, auf einem, finde ich, relativ hässlichen Etikett, Selb the Seaweed Experience, Single Islay Spirit, distilled and bottled in Scotland für The Ultimate Whisky Company, die ultimative Whisky-Firma. 55 Volumenprozente, nicht gefärbt und ich denke mal, es ist auch nicht kühl gefiltert. Glaube ich, eine leichte Trübung hatte das, als es angekommen ist. Jetzt schweben noch so ein paar Seetangteilchen darin rum. Warum der jetzt Selb heißt, weiß ich nicht. Also ich denke mal, die haben das abgeleitet von Kelp, sind ja Seetange, mit K geschrieben. Wie sie jetzt auf dieses C kommen, weiß ich nicht. Ich frage mich überhaupt, was man geraucht haben muss, um so eine Pulle hier auf den Markt zu bringen. Aber bei den Holländern weiß man das ja eigentlich. Was mich auch stutzig macht an der Flasche, Single Islay Spirit. Da steht jetzt nirgendwas von Whisky drauf. Und da habe ich jetzt für mich zwei Theorien. Entweder das Gebräu hier drin wurde noch nicht 3 Jahre lang im Fass gelagert und darf sich deswegen noch nicht Malt Whisky nennen. Oder aber, und da weiß ich nicht ganz, wie da die Gesetzeslage ist, weil bei Whisky darf man ja eigentlich nicht zusetzen. Und vielleicht zählt dieser Stück Seetang hier in der Flasche so, dass man das dann nicht mehr Whisky nennen darf, wenn das so abgefüllt wird. Wenn ihr da genaueres wisst, einfach mal bitte unten in die Kommentare schreiben. Würde mich selber mal interessieren, warum hier nicht Whisky draufsteht. Was aber auffällt, Single Islay Spirit. Das heißt, hier ist dann ein Brand von einer Islay-Brennerei drin und einer von einer einziger. Da liest man jetzt wieder Lagavulin im Internet, aber verlassen darauf kann man sich auf gar keinen Fall. Und Lagavulin bezweifle ich ehrlich gesagt, dass die hier für so ein Experiment von Holländern irgendwie was abfüllen. Ja, muss ich noch was dazu sagen? Ich bin schon extrem gespannt, als ich das erste Mal gesehen habe, hier das Zeug, war ich schon interessiert. Was mich immer abgeschreckt hat, war allerdings der Preis, weil der ist für so eine Flasche keine Altersangabe. Man weiß nicht, wie es schmeckt hier, diesem Seetang in der Flasche. Kostet der knappe 60 Euro, 55 Euro ungefähr. Ja, wenn der jetzt nicht schmeckt, ne? Also, starken Rauch sollten wir hier erwarten. Ich nehme mal an auch, dass er maritime Noten hat, aufgrund hier von dieser Seelandschaft hier oben drauf. Ob das jetzt hier Islay abgebildet ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und inwieweit jetzt dieser Seetang hier in der Flasche den Geschmack beeinflusst, weiß ich auch nicht. Aber werdet ihr wahrscheinlich dann gleich sehen. Ich habe mir auch noch ein bisschen Wasser hier in meine Karaffe gefüllt. Weil 55 Volumenprozente sind schon ziemlich heftig. Aber ich probiere den wie gewohnt erstmal pur und dann mal gucken, dass ich ein bisschen verdünne. Ja, das soll dann genug der Vorrede gewesen sein. Ich hoffe, es wird nicht mein letztes Tasting hier. Flasche geht nicht auf. Ah, habe ich sie. Rauch.
und eine komische Nebennote. Das sieht so ulkig aus, wenn das da so grün im Glas schwappt. Stimme es so hin oder so, dass man den Seetang noch sieht? Komm, machen wir so, dann seht ihr den Seetang da drin. Jo, leichte grüne Note. Auf jeden Fall erstmal gutes Stück Alkohol dabei, etwas brennt in der Nase und viel Rauch. Ja, wirklich viel Rauch. Und auch sehr intensiv dadurch. Leichte Süße. Und so einen maritimen Touch hat er. So etwas Seeluft. Etwas Minze. Dadurch, dass die Nase so durch den Alkohol gekühlt wird, kommt da so eine Assoziation von Minze hoch. Ja, und dann kommt wirklich so dieses Meeraroma. Etwas. Ja, vergorenes. Irgendwas. Am Strand. Dieser Rauch, der geht auch Richtung Desinfektionsmittel, gar nicht so in Richtung Lagerfeuer. Ja, will ich mal probieren. Der drückt ordentlich rein. Ich habe so ein paar Bestandteile von dem Seetang hier im Mund gehabt. Boah. Ja, so richtig teer. Extrem viel Rauch. Alkohol merkt man deutlich im Mund. Betäubt so die Zunge. Brennt auch etwas. Sehr, sehr intensiv. Und jetzt auch etwas salzig im Abgang. Ja, etwas Salz. Vorhin hatte er auch eine leichte Süße im Mund. Nicht definierbar. Keine Ahnung, was das war. Jetzt kommt irgendwas Verbranntes. Asche. Und wieder diese Meeresaromen. Aber die werden von den... Boah, der Rauch ist, er ist wirklich heftig, der Rauch. Ein bisschen habe ich noch was drin. Ich glaube, den gönne ich mir jetzt nochmal pur. Und dann kommt ein bisschen Wasser. Etwas Zitrus,
dieser Rauch, ey. Der ganze Mund ist voller Rauch. Mich wundert, dass hier kein Qualm rauskommt. Und jetzt bildet sich wieder etwas Salz aus im Abgang. Ach ja, ich muss ja verdünnen. Also für mich, ich liebe ja rauchigen Whisky und da ist der auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, interessant, mal was anderes, weil der ist wirklich ziemlich extrem in Sachen Maritimaromen und auch in einem Rauch. Also, wenn euch die 50, 60 Euro nicht wehtun und ihr rauchigen Whisky mögt, dann auf jeden Fall mal, warum nicht? Mal schauen, wie er jetzt ein bisschen verdünnt schmeckt. Jetzt kommt so mehr der Aschenbecher durch. Ja, jetzt kommt aber auch ein bisschen Süße. Ja, deutlich mehr Süße. So eine leichte malzige Note. Ja, wieder ein bisschen Zitrus. Und Rauch, Rauch und Rauch. Die maritime Note hat auf jeden Fall durch die Verdünnung abgenommen. Deutlich weicher, angenehmer, heftiger Rauch. Viel, viel Rauch. Jetzt auch etwas, ja, Gewürze. Leichte Frucht, die deutet sich etwas an, aber wird dann direkt wieder niederboxt vom Rauch. Ja, jetzt etwas Trockenheit im Mund und wieder leichte Salzigkeit, aber auch wieder abgeschwächt im Vergleich, wenn man ihn jetzt pur trinkt. Ja, also so gefällt er mir eigentlich überraschend gut. Wie gesagt, ich mag auch diese extremen Rauchbomben und der hier gehört auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade anbilde, aber so ein bisschen grasig. Ja. Ordentlich Power hinter. Wenn der hohe Preis nicht wäre, ne? Aber auf jeden Fall sehr interessante Erfahrung, die man hier machen kann. Auch mal vielleicht was zum Verschenken. Mit so einem Stück Seetang hier in der Flasche. Ja, eigentlich gefällt er mir ganz gut. Also extremer Rauch ins, ja, Medizinische rein. Salzigkeit im Abgang. Angedeutete Süße, Frucht, Malz und im Abgang ja so ein bisschen pflanzlich, grasig. Ob das jetzt hier von dem Seetang ist, weiß ich nicht. Ja, gefällt mir aber auf jeden Fall ganz gut. Wenn ihr den auch mal probiert habt, dann würde ich mich auch sehr interessieren, was ihr so von dem haltet. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch ein lustiges Halloween und wir sehen uns, ja, Anfang November dann wieder hier auf dem Kanal.
Ciao.